Weißt du, was ich geil finde? Dass du dumm bist. Boah, was haben die denn da für Dynamiten gebaut? Ja, die haben dicke Bubats, ne? Wir schaffen das, Simi. Ich glaub's nicht. Boah, war das ein weiter C4-Wurf. Alter. So, hier die paar Foundations noch. Und dann sollten wir Building Privilege haben, ne? Das dauert immer so lang, ne? Heiliger Bimbubatz. Und geht auch gut in die Resources, ey. Ja, das wird ein witziger Raid, Simi. Wird schwierig, ne? Ja. Da hinten sind noch Foundies. Guck mal hier. Unter Monnen, hier unter dem Wasserfall eine Pop. Hier steht auch noch ein Turret. Ja, hier ist auch noch eine Foundation. Und ein Turret mit einem Force Field. Hier hatten sie ihre FOP, also hier ging's. Wir müssen ja jetzt auf den Ground dann secure. Hast du gut Foundies mit? Da, 50 Stücke. Also wir können Turrets, glaube ich, vorpushen bis... Turrets, die können wir bis hier vorpushen. Ja, gib dir bis wohin wir Spam haben. Ja, Spam ja, aber das bauen können wir bis hier. Guck mal. Ja, ich mache erstmal gerade aber Foundations. Wir müssen auch noch mehr holen. So, ich Spam auch richtig nice, weißt du, dass wir wirklich den Ground geclaimed haben. Und ich will ja halt auch ein bisschen mit dem Spam so, ne? Die können ja dann auch nicht repairen und sowas. Weißt du, wenn man so ganz nah ran... Also, was heißt preparen, aber nachplacen wird dann schon tricky, wenn man hier den Ground sich secured. Okay, jetzt hier geht's. Ich hol mir gerade mal eine Cabo. Ja, nee, lass doch erst die Pop bauen. Zu nah an Feindlichem und genau hier. Alter! Alter, wie lange die da drin lebt! Das muss ich mir angucken. Ich höre schon die Sounds, ey, what the fuck. Nicht reinwisseln, das ist doch dumm. Wir müssen ja auch nur die leer schießen. Nein, Monin. Man muss doch nur die leer soaken, die auch auf den Eingang schießen. Alter, wie lange die überlebt hat. Okay, ja, ist gut. Ich hole mal ein paar Sachen. Ich würde auf jeden Fall da unten jetzt auch Fortniten und so, ne? Weil wenn die on kommen oder so, ist das sonst ganz schnell weg. Brauchen dann noch Double Door Frames aber. Geil, dann zettet die FOP, ne? Dann zettet die verdreckste Fuck-FOP, echt. Wie geil das ist. Im Nachhinein und im Vorher auch. Aber so ist das, Chef, wenn man waitet. Waitet oder gewaitet werden. Provozieren oder produzieren lassen. Hier drüben, du kannst bis hier vorne, wo steht das Heavy? Bis hier kannst du vorziehen, so. Dann halten die auch halb auf dem Eingang drauf. Ja, geht halt der Gen nicht weiter, ne? Das ist eher der Kniff, der Kneffo. Ja, okay, Chef, das geht doch irgendwie sehr weit hier, warte mal. Lass dir doch die Jenny-Range anzeigen. Generator Reichwengdor anzeigen. Ja, okay, hier ist dann Ende. Ja, das passt schon, das ist okay. Das ist schon okay. Mittel hoch, nur Überlebende, 36 Turrets copied. Ja, hat alles geklappt, Chef. Wir sind hier gesettet, zumindest weitestgehend. Forcefield kommt noch, genau. Jetzt zu nahen Feindlichem. Das geht auch hier nur, genau. Rein damit. Aktivieren. Sehr gut, okay. Oh, ein Capro. Alter, Munen. Oh, du Wichser. Hast das gesehen? Hat der mich erschrocken. Okay, ich hole Munition. Die Rübe, ey. Scheiß die Wand an. Als ob wir jetzt die Doppelte Extrem-Pop machen, aber, ne? Ich hole der dann da runter, ne? Oder nett, oder doch, oder nett. Und reite mal den Lachsflacken weg. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage Jumpern. Oh, das ist ja direkt unter. Das ist schon ein geiler Spot. Ja, da hätten sie eigentlich die Range von der Ammo-Box auch mal schön so groß machen können wie die Tech-Gen-Range, oder? Dass es wenigstens Sinn macht. Weil jetzt musst du... Ach, das ist ja voll dödlich. Das hätte man schon machen können. Oh, ich hör's. Ich hör's fietzen. So, ne? Hört sich's an. Okay, Force Field ist ab. Und Action! Hi, ich bin's, der Sibi. Mit dabei ist der Munen. Und heute waden wir richtig einen Schlitz. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, der Munen ist schon voll am Power-Game. Ja, genau hier ist der Schlitz. Sehr eklige Nummer. Wenn man mal durch die Wand guckt, sieht man eine Big Baba Bubuts Bubat Space. Und da links ist auch direkt ein Tech-Generator, den man... Ja, dadurch wird man nicht schießen können, ne? Okay, Chef, ich habe eine Idee. Aua. Ging innen hoch, aber ich weiß nicht, ob die was hittet. Wahrscheinlich nicht, ne? Hier, Chef, guck mal für dich. Ein Cabo Neutris hängt da halt fest. Gravity Grenade könnten wir da reinwerfen und die damit wegsprengen. Das sind halt die normalen. Ja! Das sind die normalen. Aber da geht doch nichts kaputt von. Du triffst nichts. Du machst doch an nichts Damage. Ich weiß nicht, ob das so einen Sinn macht. Was meinst du denn? Schon, ja. Weil die Gravity sollten ja dann in meine Turtle reinpushen. Oh, Simi, warte mal. Wenn du von hier wirfst, kriegst du einen besseren Engel. Von hier oben. Du kannst näher rangehen. Hier, Simi, ich drop dir mal was hin. Guck mal. Ja, aber der Flugwinkel. Ich will die ganz da hinten an die Wall. Gravity Zack, die stehen zu weit hinten. Die haben schon gut gebaut, ne? Das kann man schon sagen. Ich sag mal so, hätten sie jetzt das noch auf Players Only, dann wäre richtig eklig. Und die haben sogar, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das eine Taktik ist, die haben sogar einen Thylacoleo eingebaut in Cage, genau. Und der steht da am Eingang und ist wahrscheinlich auf Aggro und soll alles wegschreddern, was schreddert. Guck mal, die Cryo-Fridges, Mon, da sehe ich so den Saft, ne? Oh, fuck, oh. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen, bin ich super irgendwie. Wir haben auf jeden Fall die beste FOP jetzt, die hier jemals stand. Warte, guck mal, die stehen auf Tech-Pillern. Das steht auf Tech-Sachen alles, Monin. Da drin.
Ja, da hast du mich gut geschleudert. Die kann da nicht reinlaufen, oder? Man muss die richtig reindroppen dann dafür. Ja, die kommt nicht weiter rein. Geht nicht durch, Chef. Man muss reingehen, richtig. Ich hol mal ein Schild, ja? Simi kommt. Simi ist da. Weiter. Okay, Chef, okay. Hier ist Ende scheinbar. Wo stehe ich? Ganz am Endfängs. Guck, hier habe ich jetzt den saugeilen Aggressionswinkel. Und hau rein, die Turtle. Geht nicht, bin zu nah an der Wall, wie es scheint. Bei mir geht's nicht, doch jetzt. Oh ja, ich komme. Nee, höher. Aber, der ist, darf das nicht der, aber ist das der Wankel? Der Winkel passt, aber du musst höher. Oh, noch ein bisschen weiter. Weiter noch. Ja, das ist sehr, sehr tricky. Ich weiß. Also noch, du musst noch weiter in die Base rein, sozusagen. Fuck, ey, dass das nicht reicht, ist echt schade, ne? Ich überlege gerade, soll ich mal einfach nur mit Flak, mit dem, was ich jetzt gerade anhabe, ist halt nicht, einfach nur mit Flak. Und den Rest droppe ich dir mal hier hin. Warte mal, Simi. Ich möchte gerade mal was ausprobieren. Sammel mal bitte kurz den Schild auf. Ja, gib mir mal ein, das Schild nochmal. Wir offern jetzt ein Schild und einen Flak. Okay. Monnevaro. Okay, hast du eine Carbo bei? Nö, aber... Nee, hab ich nicht. Ich wollte nur testen, ob es geht. Warte, ja, nee, dann droppe ich dir jetzt noch eine da runter. Drop-Test mit Beeren. Kommt das an? Ja, kommt an. Müsste kommen, ne? Hab sie. Sauber. Okay, aber du jetzt ist halt der Trick, ob du die da vorbeigedings kriegst, ja, ne? Tiefer, ein Tick, glaube ich. Doch ein Tick tiefer, wenn es geht. Ich glaube, die Decke blockt, oder? Wirf nochmal. Ich kann jetzt von vorn gucken. Ah, das ist zu eng. Das ist echt ein abgewichster Spot, ne? Holy shit. Ha! Ja, die ist drin. Oh, fuck, soak die heftig. Holy, heiliger Jopatz. Ja, soll ich dir noch was runterwerfen? Okay, du kriegst einen Male-Soaker. Kommt der an? Ja. Dann kriegst du zwei, ne? Ich gebe direkt zwei mit. Female ist out. Geht auf Passive. Okay, Chef. Jetzt müsstest du, guck mal, da ist der wie ein Lümmel in der Röhre. Wie ein Lümmel in der Röhre von der Bestie einfach. Ich habe mal Facecam verschoben. Ehrenbruder Moon, dann hast du mal in den Chat geguckt. Nee. Die Sharks-Fans fragen, Tribe 456, what are you doing? My English is so bad, I know. Die Sharks-Fans haben gesehen, dass wir ihren Spam hier geklärt haben. Meinst du, die wissen, dass wir der Sharks und der Moonen sind? Da freuen die sich, ne? Hast du denen schon geantwortet? Nö, ich sag da nichts zu. Ich sag nur, Furze Poppes. Mehr sag ich nicht. Da kickt der Moonen. Der wirft schon. Der wirft schon aggressiv. Oder meinst du, man kann sich da irgendwie so wie du saven und dann mit irgendwas reinrunnen? Oder von da Granaten? Ist super abgewichst, der Spot, ohne Witz. Oh! Alter, habe ich mich erschrocken. Okay, weil, also, ich erkläre dir kurz die Physik. Wenn man rechts an der Wand ist, kann man irgendwie nicht werfen. Der blockiert, das geht nicht. Ja. Das heißt, du musst ganz links. Ja. Und da gibt's halt diesen Schlitz, Wankel. Ja, so und dann noch weiter halt. Ja. Ja, dann crouch rein und werf. Du wirst aber den Winkel nicht kriegen, wo du abgeschossen, nicht abgeschossen wirst. Hier ist einer! Ja, mach mich los. Wo ist er? Da hinten. Ah, der boostet weg. Ich zieh Tech-Suit an. Ich seh euch boosten. Hallo! Er sagt hello. Deswegen meinte ich, hab ihn gehittet. Aber deswegen meinte ich, wir sollten Tech-Shoulder-Cannons holen, weil das ist genau das, was übel lange dauert, diese Fights. Weil der einfach jetzt wegfliegt, jetzt hovert der da oben und guckt rum. Ich gehe Tech-Shoulders craften, okay? Das hilft uns echt einiges an Abfuck. Ich komm runter, wo bist du? Bei unseren Viechern gerade, ich heile gerade alle. Alles klar, Shoulder-Cannon, ich tu dir rein. Hier ist er, er wird mir angezeigt, siehst du? Hab ihn genettet. Nein, no, okay. Hab ihn. No, hör mir doch mal zu. Nur brüllen. Hast du gehört? Hör mir doch mal zu, du kleiner Nuttensohn. Oder ich hüpf wieder rein, was sagst du? Ich grapple dich und dann hüpfst du rein. Warte, ich check mal kurz, wer das war. Von Tribe of Timmy. Nee, der gehört nicht zu den Sharks. Du bist locker gelassen. Nee, hat jetzt nicht so geklappt. Nee, hat nicht so funktioniert. Ich konnte die ganze Zeit nicht werfen. Ich take all dein Stuff, wenn der hier jetzt wieder ankommt und den dann grabt, weißt du. Kein Bock. Aber deswegen wollte ich die Shoulder kennen, weil der jetzt einfach nicht mehr abfuckt. Und der wird ja halt auch angezeigt einfach direkt, ne? Kriegst halt fetten roten Hitmarker. Ja, Chef, wie machen wir das? Das wird, also ich bin da gerade noch ein bisschen perspektivlos, du nicht? Frieden. Da hinten ist er, ja. Hat er einen Overcharge kassiert?
Nee, jetzt aber gleich. Norman! Er kommt hier wieder. Norman Friendly. Ich habe ihm dieselbe Kombo wiedergegeben. Junge, hey. Reinschneiden. Merk doch einfach, dass hier gerade geactioned wird. Dass du gerade einfach voll nervst, Junge. Ja, und ich kann ja auch nicht mit dem reden, weil der schreit sofort. Hier ist Sharks. Sharks rated by 75, 83 schnell. Da kommt er wieder, Monnen. Kassieren Übercharge. Ist er da oben? Bist du das? Nee, das ist er. Er fliegt vor das Loch. Wo ist? Ich sehe ihn nicht. Ja, fliegt hier oben rum. Are you friendly? Den übercharge ich hinterher. Der soll mal mit meiner... mit meinen Shoulder Bekanntschaft machen. Warte, ich sehe nur die Schüsse vom Sini. Ja, und wegfliegt da der Sauerrübenbot. Vor allem, er schreibt die ganze... Er kriegt die ganze Zeit Schüsse ab und fragt, are you friendly? Und kommt zum dritten Mal hierhin, wurde schon dreimal umgenutzt. Ja, weil sie sind sehr, sehr freundlich. So, Simi, ich gehe wieder rein, okay? Ja, ich glaube, das Problem war auch, dass die Turrets ja durchschießen und dadurch den Cryopod instant zerballern. Bist du ready? Ich bin ready. Go, Monin, go, Monin. Okay. What? Bist du tot? Ja. Ja. Und Bier muss ich mitnehmen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vermisst. Junge, Junge, als ob wir Teamie-Action haben. Das glaubt's ja nicht. Da höre ich ihn wieder. Junge, lass es doch. So, Simi, bist du ready? Bist auf jeden Fall lose in der Hose. Schon mal ein Pre-Hitten schön, ne? Rein mit der Meute, rein mit der Meute, rein mit der Meute. Zeig, was du kannst jetzt. In den Schlitz und downdroppen. Zack, bum, 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 hinten. Bist du tot? Ich bin drin. Soll ich dich losmachen? Ja. Oder soll ich den Leinenzocker machen und dich im Notfall rauszwacken? Mach im Notfall den Leinenzocker. Okay, nur wenn der Timmy kommt, muss ich dich halt leider loslassen, ne? Dass er auch echt Timmy heißt, ne? Das ist so geil. Oh, der Spot ist absolut eklig zu Ray, ne? Holy moly. Oh, wow. Was ist das? Was ist jetzt passiert? Alter, wie das aussieht. Hast du mal gesehen, wie das aussieht? Moonen, hast du es gesehen? Alter, gleich die nächste reinkicken. Oh, Chef, Smash, Ref, Ref. Oh, oh. Alter, sie hat reshottet, ne? Dich hat's nicht getreeshottet, die hat's ein Magazin reingehalten, Junge. Ich tu dein Zeug wieder in die Nechmo. Mittig rein. Ich hab nicht ins Längs gehackt, sondern längs geworfen, sondern ist ich drin, hab's ist drin, ist drin. Und geht ab, Chef, geht ab. Geht richtig ab. Okay, Moonen, schlürfen und go. Power Moonen und hüpfen. Hüpf. Ah. Die ist woanders, die ist an einem anderen Spot. Die Carboneutris. Woher weißt du das? Weil ich nicht in die Ecke reinkomme. Und guck nochmal vorher den Weg genau, dass du weißt. Zack, zapp. Und du musst dann direkt rechts, aber rechts drücken, dass du in die Kante fällst. Dich hat's. Ich bin bereit. Bist lang gelassen. Ich sehe deine Füße schon. Dein Quadratlatschen sehe ich. Und zapp. Oh, du bist zack. Bin ich mal reingekommen. Ja, du warst stuck am Zopf. Oh, man. Das kann noch spannend werden. So können wir sie natürlich auch soaken, ne? Ach, scheiße, Chef. Fuck. Ich sehe die Bambinos noch nicht, die kleinen Bambinos. Da sind sie, dein Bambinos. Zap. Bist du tot? Bin drin. Er steht. Guck mal in die Kamera. Guck in die Kamera. Da ist er. Ja, okay, cool, war cool. Boah, das ist wie Rätsel, ne? Wie so ein Sudoku, so ein bisschen grübeln und sowas. Mich ärgert es halt, weil da drin steht alles auf Tech. Ja, das ist so easy clear, aber du kriegst es nicht geklärt, weil du nicht rankommst. Oh, jetzt, da kickt's gut. Du bist down, oder? Alter, wie du da stehst. Guck mal, der Moonen und über ihm geht richtig Krieg. Ey, aber die Leichen haben sich, die zweite Leiche hat sich bewegt. Du kannst hinten auf die Foundation. Ist sie hoch? Ist sie schön hoch? Die ist gelupft. Ob das irgendwie den Wait jetzt weiterbringt? Wenn die dann noch Ammo-Boxen haben, die automatisch befüllen und die auch gecapped sind, kriegen wir es ja auch nicht gesoakt, ne? Gut, dass ich die Nachtmus gebreedet hat, ne? Boah, dir. Aber bei, wenn du die erste kannst du sogar abbauen, weil die mit dem Sattel ist wie ein Tankschild. Ist die wie ein Panzer, macht die den ganzen Eingang dicht. Guck mal von vorne. Ja. Ich hab's schon gesehen. Wie ein Panzer, Junge. Ich sehe noch nicht die Bambinos. Und mein Greenscreen geht gerade voll ab. Und Bambinos. Moonen. Nee, da werde ich abgeschossen. Boah, das ist aber sehr eng, ne? Du hast da nicht so viel Platz, um da reinzulupfen. Ja, das merke ich, Junge. Da sehe ich ihn. Nee, du bist da stuck. Bist du drin? Ich bin drin. Er liegt. Die Bestie liegt. Okay, du hast natürlich jetzt aber eine doofe Position an sich, ne? Ich guck dir gerade mal ins Gesicht. Das würde relativ easy gehen, wenn man einen Spot hätte, wo man immer garantiert eine Carbo gut reinwerfen kann, ne? Aber weil wir halt jedes Mal mit Leichen und so arbeiten müssen, das ist schon echt hart. Alter Chef, sauber! Wie hast denn das gemogelt? Guck mal, der Tüler, guck mal, wie der Tüler wütend wird. Guck mal, wie der sauer ist. Ja, das ist ein Kackwait. Das ist einer, wo man sauer wird irgendwann, ne? Ja. Einer von denen, ey, so eine Scheiße. Das ist ein Mini-Fenster, wo der rausgehen kann.
Oh, shit. Alter, wieso kann ich denn keine mehr rauswerfen? Komm schon, Junge, geht doch mal leer. Ihr wollt doch auch leer sein. Ihr habt doch gar keinen Bock zu schießen den ganzen Tag. Nicht zu weit in der Ecke, ein bisschen weiter in der Mitte. Und jetzt? Ja, er ist halt nur so minimal gelaufen. Der steht ganz gut. Der ist ganz gut. Der ist ein Blocko. Der ist ein Blockado. Your Turret Kid, Ningen. Ningen, hier ist er. Down. Was hat er uns gebracht? Nix. Egal, Ningen down, Junge, geil. Okay, dann laden wir mal die Metzgrüße auf. Ne, erstes Bier. Hier ist drin. Und nach dem Brees, nach dem runtergucken, runtergucken! Er ist drin! Simi ist! Und dann Simi ist? Simi ist, ja, dann jetzt rauswerfen. Okay. Hast du noch neues Flak bei? Ich habe keine Carbo dabei. Echt jetzt? Spaß, doch, ich habe auch neues Flak. Okay, und jetzt guck zu, wie man's macht. First try. Flacher. Ja, der so. Flache Henning. Ja, ich arbeite mich runter, weil die... Warte mal kurz, bevor du wirfst. Ich hab Cryo-Timer noch. Alter, zum Glück hast du es gesagt. Ich hätte die gecryo-sicked. Tiefer kann ich nicht. Weiter links auch ein bisschen. Nee, das kann ich ja nicht. Links weiter. Ja, noch ein bisschen weiter links. Da ist ein Taxi-Hut. Mach ihn weg. Er ist schon weggezogen. Nee, er ist da. Der ist der Punch-Dick. Warte, stopp. Warte. Nicht reden, Monne. Nicht reden. Hallo, ich mache nichts. Ich will mir nur die Wall anschauen. Warte kurz, chill. Nice, Monin. Sauberer Grapple, Monin. Sauber abgezockt. Wander. Sauber hast du den weggezockt. Wie geil, ey. Oh. Drin! Neutral, du musst sagen, man passive. Passive. Ist. Oder noch bisschen mehr Neutral. Ich gebe mehr ist Neutral. Ist gut. Mehr Stoff. So ist gut. Ja, hat sich nochmal gedreht. Kriegt gute Panzerhits nur. Ja, das ist strong. Ich mach nix, aber kommt an und puncht in die Meute rein, weißt du? Da war er, Monin! Kannst ihn direkt gleich abholen? Grad von ihm geredet, da ist er wieder. Nemo Bre kommt und ist vorbei, fuck. Ich hab ihn doch. Er ist direkt am Schlitz und guckt. Monin, der fremde Mann. Der guckt sich's voll an, Chef, der darf's nicht gucken. Und da guckt einer an Wahid. Sitzt er da noch? Ja, direkt vorm Loch und guckt mit K. Du kannst ihn dir von hinten schnabbeln, wenn du heimlich kommst. Kommst du heimlich? Ja. Zack, da hat er einen, zack! Heimlich und weg, die Sau. Ey, wie geil du den nochmal. Wie sich das noch anhört, das hört sich so richtig an wie so da und zack. Nechmo Bre, düst. Fatz! Nechmo Bre. Drin! 5 Neutral. Ja, du musst sagen. Passive! Ist er in der Passiven? Ja, ist gut, der soakt auch nur wieder da die Ersten. Der soakt wieder dieselben nur. An dem Tag haben wir es 6 Stunden probiert, haben an die 20 Carbos reingeheatet. Auf übelsten Krampf, weil man maximal alle 10 Minuten eine Carbo reinkriegt. Von außen kann man nämlich nichts reinwerfen. Die einzige Möglichkeit ist, durch Leichendeckung von innen eine Carbo in den Raum zu kriegen. Was war das? Du hast einen Hit bekommen. Ja, stimmt. War eine rhetorische Frage. War eine Testfrage. Was war das? Wäre doof, wenn jetzt gerade einer kommt, ne? Nee, dann mache ich dich locker. Locker. Ich kann ja locker lassen hier, den Chef. Ja, aber ich habe nichts. Dann lass ich ihn von der Leine. Junge. Oh, so ein dummer Spruch, aber es war. Okay. Geh mal hier unten den Tech-Gen-Play, den Reefly-Place mit. Den Transi. Ja, die ist richtig drin, glaube ich. Scheiße. Die hat mich in den Schlitz gezogen, Monnen. Shark. Ich höre was mit Sharks, du. Komm her, sieh mich. Er steht Sharks. Hier vor der Base und labert. Ich weiß nicht, wie hier aus. Er steht irgendwo über mir. Und, Seine Stimme ist. Was ihr gerade macht, ihr kommt da nicht so ganz easy ran. Ich hab's auch versucht zu rennen, das Ultra, der AIDS. Ja, da sagt er was. Wir haben es dann nochmal 3-4 Stunden versucht, haben sogar Stegos reinbekommen. Aber als wir gemerkt haben, dass die Turrets wirklich capped sind, hatten wir irgendwann keinen Bock mehr, haben die FOB eingesammelt und sind gegangen. PS, wir haben alles versucht und all die jetzt reinschreiben, Scheiße, hättet doch easy das machen können. Bau die Base nach und lad ein Video hoch, wie du sie raidest, dann glaube ich es ansonsten nicht. Tschüss.